Hallöchen, meine Lieben, hier meldet sich die Lola von Piandola. Ihr seht, Josephine macht sich bereit für heute Abend. Ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber so eine kleine Perückenprobe ist manchmal schon ganz gut angesagt. Ja, und deshalb dachte ich, zeige ich euch das einfach mal hier bei mir zu Hause. Da habe ich ja an meiner Zimmertür ein Bild zu hängen von meinem Idol oder von meiner großen Vorbilder. Desiree Nick. Ja, und diese schöne Perücke, die ich hier aufhabe, die so wunderbar sitzt, ja, wie echtes Haar, da wollte ich mich noch mal bei Julien Cotti bedanken. Der hat mir die nämlich so toll geschnitten. Mit dem habe ich ja letztens da irgendwie bei 48 Stunden Neukölln irgendwie ein Projekt gemacht, was auch richtig cool war. Atelier Crema Fara, genau, da werden wir bestimmt auch demnächst mal wieder was machen. Aber das hier, das ist Josephine, die kommt aus Stuttgart. Ja, ob er glaubt oder nicht, kommt aus Stuttgart. Und heute Abend hat sie einen Auftritt mit Pianola Chanson Theater im Transformator Frohnau. Echt ein ziemlich cooler kleiner Laden mit einer süßen Bühne und so. Gibt da auch lecker Flammkuchen und Kram. Ja, ich hoffe, es sieht mich hier jemand mit meiner schönen Perücke. Ich würde die jetzt ja abnehmen und euch zeigen, aber ihr wisst ja, wie ich aussehe ohne, aber ist ja doch immer so ein Effekt. Lola. Nein, nein, ich bin ja nicht Lola. Ich bin ja, naja, jetzt bin ich eigentlich noch Lola. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Auf jeden Fall spiele ich so viele verschiedene Rollen und es macht mir so einen Spaß und ich bin so dankbar, dass ich das machen kann und dass Leute mir dabei zugucken. Ja, komm vorbei heute Abend, 20 Uhr geht's los. Fürstendamm 40 oder so, Transformator, Frohnau. Also wer ein bisschen nördlich wohnt, freut sich, weil sonst sind wir ja immer eher da in Köpenick unterwegs. Also meine Schnuckis, bis bald. Die Lola von Duo Pianola. Tschüss. Nehme ich jetzt doch noch die Perücke ab? Ach nee, doch nicht.